So, mein Name ist Monika Rittelhoff und heute begrüße ich die liebe Roswitha Stark. Sie ist Lebensbegleiterin, Bestsellerautorin, Coach, Dozentin für neue Homöopathie, Informationsmedizin, Bewusstseinsmethoden und Heilarbeit und vieles, vieles mehr. Ich begrüße dich, liebe Roswitha. Hallo, liebe Monika, und hallo ihr da draußen vor den Bildschirmen sozusagen. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, ich freue mich, mich mit dir auszutauschen, und dann schauen wir mal, was du wissen möchtest und ja, was Ja, interessant ist heute Abend. ich Genau. sage gerade, die ersten Karten, die Medizin zum Aufmalen, die begleiten mich jetzt, ich denke schon über 15 Jahre, irgend so gefühlt. Und was für mich immer wieder spannend ist, ist das Thema Informationsmedizin. Kannst du das vielleicht einmal den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen näher erklären, was bedeutet Informationsmedizin für dich? Ja, Informationsmedizin, das beschäftigt mich so seitdem ich eigentlich vor, oh Gott, wie lange ist das her? Es geht schon an die 30 Jahre jetzt. Ich komme ja aus der, also ich bin Heilpraktikerin ursprünglich, komme aus der klassischen Homöopathie. Und ich hatte früher das Glück, im Nachhinein betrachtet das Glück, dass ich Lehrer, Homöopathielehrer hatte, verschiedene, die sehr viel mit Hochpotenzen gearbeitet haben, also mit hohen Schwingungsfrequenzen, hohen Energien, nicht so sehr Depotenzen, die speziell das Körperliche, das Symptom, an das Symptom andocken. Also ich hatte da Informationen, also Schwingungen in den homöopathischen Mitteln, in der Hochpotenz, wo du ja keine Materie mehr feststellen konntest. Zumindest mit den heutigen Messmethoden kannst du da noch keine Materie feststellen. Da ist sicherlich auch Materie drin, aber es wirkt vor allem auf der Schwingungsebene, also auf der Ebene der Frequenzen, und bringt über bestimmte Frequenzen transportiert eine Information in den Körper hinein, indem du zum Beispiel das Globulin nimmst oder auf Wasser speicherst und das Wasser trinkst, geht eine bestimmte, mit dieser Frequenz, mit dieser Schwingung, eine bestimmte Information, also Botschaft in den Körper hinein. Also da habe ich schon ein bisschen so diese Denke gelernt, dass eine bestimmte Frequenz, die eine bestimmte Information, zum Beispiel Belladonna, ne, homöopathisch transportiert, dass das eine Veränderung im erkrankten Organismus verursachen oder hervorrufen kann. Ja, das kann man sich vorstellen. Man kann sich auch gut vorstellen, wenn du den Radio anschaltest, also ich sage es mal, heutzutage geht es anders, ne? Also ich bin noch aufgewachsen mit dem, das so Ich Drehknopf. auch. Ja, genau, super. Es war mir auch irgendwie lieber früher. ja, und dann kannst du einen Sender einstellen. Und dieser Sender sendet auf einer bestimmten Frequenz. Ne? Also ich hier bei mir da in Augsburg, da gibt es ja diese auch kleinere Privatsender. Dann gibt es vielleicht, gibt es dann Bayern 3 oder was es nicht alles gibt. Und jeder Sender sendet auf einer bestimmten Frequenz, auf einer bestimmten Wellenlänge. Ne? Die kannst du einstellen, wenn du das weißt. Und die Information, die da transportiert wird auf dieser Wellenlänge, ist zum Beispiel Popmusik oder zum Beispiel Klassikmusik. Ne? Also das ist ein ganz guter Vergleich. Und da kann ich mir dann aussuchen, die Frequenz einstellen und genieße dann diese Information, wenn ich Popmusik mag, Popmusik. Na, wenn ich das nicht mag, dann ist das keine gute Information für mich. Mag ich lieber Klassik, weiß auf welcher Frequenz Klassik gesendet wird und kann das mir auswählen, was mir gut tut, womit es mir gut tut. Und so ähnlich ist es, wir haben ja auch Hör, also wir hören uns ja auch nur, weil wir auf einer bestimmten Hörfrequenz uns unterhalten können, wo unsere Worte als Information transportiert werden. Oder wir kennen auch Klangheilung, ne? Da machst du ein Angebot über die Hörfrequenz, also über diese Wellenlängen, transportierst du einen bestimmten Ton, den wir Menschen hören können oder nicht hören können. Es kommt auf unsere Sinne an. Ein Hund hört ja andere Frequenzen zum Beispiel, die wir Menschen nicht mehr hören können. Das heißt es nicht, dass es die nicht gibt, aber die können wir halt nicht wahrnehmen. Andere Lebewesen schon. Also da geht es um eine Medizin, die Frequenzen, die du nicht verträgst, oder Informationen, die auf diesen Wellenlängen auf der Frequenz transportiert werden, vielleicht nicht verträgst, sagen wir mal so eine
Jetzt ist ja früher hier auch Pollenallergien, ne? Vielleicht verträgst du die Birkenpolle nicht. Wir sagen dann zwar, das ist das Materielle, also die Birke, die Pollen der Birke, Ja. stellst du das materiell vor. Aber alles, was materiell ist, hat auch eine bestimmte Frequenz, die der eine verträgt und der andere nicht verträgt. Na, und dann forschen wir ja, warum ist es so? Die Schulmedizin würde dann sagen, du vermeidest jetzt diese Pollen. Aber leider gehen viele Patienten dann in die Richtung, dass sie immer weniger vertragen. Erstens die Pollen und dann ist es Milch und dann ist es Weizen oder alles miteinander. Also was ist da die Lösung? Und Informationsmedizin ist einfach ein Arbeiten mit den Frequenzen, mit Informationen in Form von bestimmter Materie, Materie zum Beispiel Ton, Klang, Farbe. Na, wir kennen, jede Farbe hat eine unterschiedliche Frequenz als Farbtherapie und bei mir ist es eben die Behandlung mit der Frequenz verschiedener Symbole. Das ist so mein Schwerpunkt geworden, was ich seit über 20 Jahren tue. Das Heilen mit Symbolen ist so der große Begriff, wo sich alles Mögliche drum rankt. In dem Versuch mit Symbolen, mit der Frequenz von Symbolen, dem betroffenen, vielleicht erkrankten Menschen ein Angebot zu machen, eine Frequenz mit einer Information, die dir gut tut, die deine erkrankte, verschobene, dissonante Frequenz wieder in eine Balance bringen kann. Das kann man dann zum Beispiel austesten. Mit Einhandbuchteln, mit Pendeln, mit kinesiologischen, mit Muskeltestungen, ne? Kannst du austesten, welche Frequenz du benötigst in Form von diesem Symbol zum Beispiel. Also wir arbeiten generell Informationsenergie mit Frequenz und Schwingungen. Wir kennen ja auch bestimmte Geräte, die das anbieten. Ja, aber man kann es auch ohne Geräte machen, nur mit dem Bewusstsein, mit der Vorstellung übertragen. Für mich war eins der ausschlaggebenden auch mit die Arbeit von Emoto, Wasserinformation, Genau. was die Schwingung von Worten überhaupt auch im Wasser macht, was dort geschieht, also wie wir das beeinflussen können. Und dann Genau. war mir klar, ich kann über Wasser oder über Globally alles Mögliche informieren. Und das, wo ich eigentlich ganz viel damit arbeite, weil es einfach so eine schöne Arbeit ist und so im Endeffekt auch eine einfache Möglichkeit. Ja, genau. Also der Masaru Emoto, der ist ja leider schon verstorben, hat er ganz viel mit Wasserkristallfotografien gezeigt, indem er einfach das Wasser, ein Wasserglas auf eine Information draufgestellt hat oder bestimmte Worte auf das Wasserglas geschrieben hat und festgestellt hat, dass Worte wie Liebe oder Freude, dass das ganz harmonische Wasserkristallformen, wunderschöne Kristalle bildet und Worte wie Hass oder ja, sogenannte negative Worte, diese Kristallstruktur zerstört, dann sind es eben keine wunderschönen Kristalle mehr. Und schon allein das, finde ich, gibt einem doch zu denken. Ne? Also wir denken ja auch viel negative Dinge den ganzen Tag, diese 60.000 Gedanken in unserem Kopf, vor allem gegen uns selber gerichtet. Deshalb muss man wirklich, trifft mich auch selber, Gedankenhygiene betreiben. Wie rede ich denn mit mir selber so in Gedanken? Weil der menschliche Organismus zu 70% aus Wasser besteht und es ist eine ganze Menge. Ne? Wenn ich mir vorstelle, so ein neugeborenes Baby besteht bis zu 95% aus Wasser, muss man sich mal vorstellen, ja, was das für ein Wasseranteil ist, auch wenn wir so fest wirken. Aber wir sind Wasserwesen und wir speichern die ganze Zeit Informationen. Also Masaru Emoto zeigt es sehr gut, was da wie Gedanken Informationen sind. Und das ist auch das Prinzip, mit positiven Affirmationen zu arbeiten. Das machen ja so Leute wie die Louise Hay, die ist ja auch schon verstorben hat. Die hat das ja ein ganze Büchlein auf den Markt gebracht. Wirkt nicht immer, aber das ist die Basis ist, informiere dich selber mit positiven Denken, übe das, ne? Oder schau, welche Informationen für dich positiv wirken. Und dann kannst du die, unser Haupteinsatzmittel ist, die Wasserinformation, die ist inzwischen auch schon ziemlich bekannt geworden, dass ich Symbole einfach mir anschauen kann und mir vorstellen kann, hier ist ein Glas Wasser, ja, machen wir es mal so.
Ja, und ich stelle mir vor, indem ich diese Informationen angucke, wie diese Information mit meiner Gedankenkraft da hineinfließt oder ich stelle das Wasserglas da drauf, ne? Eine Kollegin Ja. von mir macht auch wirklich Versuche und die sieht dann, wie das Wasser, wenn es eine tolle Information ist, wie das dann so perlt, also wie das dann so das Blubbern anfängt, ne? Das ist, kann man wirklich beobachten, wie das dann so Bläschen wirft, wie das freut sich so richtig Als wenn drüber. Sauerstoff drin wäre, plötzlich So, so. also das schaut aus, Ja. kann jeder mal versuchen, ne? Einfach intuitiv eine Symbolkarte ziehen oder eine Engelkarte meinetwegen und schauen, was passiert da. Und wenn es eine gute, eine kraftvolle Information ist, dann siehst du das richtig immer im Wasserglas Ja, blubbern. Das finde ich ganz ja. interessant. Ne? Wir sagen das Das Wasser, außer Wasser ist freut auch, sich über die Information. ja, das ist für mich natürlich auch unheimlich gut in der Anwendung, weil gerade bei Tieren, die jetzt nicht unbedingt irgendwas ins Futter gemischt haben wollen oder an die man schlecht rankommt, dann kann Ja. ich das Futter oder das Wasser informieren. Und kann dadurch schon vieles verändern und vieles positiv beeinflussen. Ja, das ist ja schön, dass du, weil du arbeitest ja auch viel mit Tieren, ne? Ich glaube, du hast so Ja. einen Tierehof, hast du geschrieben, Ja, und der finde Tierheilpraxis auch. ich. Tierheilpraxis, und das finde ich total schön. Und ich sag mal, gut, die Futtermittelindustrie ist leider so weit, dass die Duftstoffe, künstliche Stoffe in ein schlechtes Futter reingemischt hat, wenn du da nicht aufpasst, dass du ein ganz schlechtes Futter hast. Die versuchen, sage ich immer, die Tiere zu bescheißen, ne? Also die Erwachsenen, die Tierhalter auf jeden Fall. Wenn das Futter so stinken würde, wie es eigentlich stinkt, ist ja eigentlich eine Abfallproduktion Ja. letztendlich, würden das die Tierhalter schon gar nicht kaufen. Und normalerweise lassen sich die Tiere aber nicht betrügen. Die spüren natürlich mit ihren noch besser entwickelten Sinnen, bessere als die Menschen, dass es nicht in Ordnung ist, ne? Ja. Und aber Tiere kannst du super gut mit Informationsübertragung behandeln. Also immer wenn meine Katzen was hatten, ich habe die außer ganz am Anfang, also die eine Katze hatte ich aus dem Tierheim, die war natürlich schon geimpft, aber ich habe meine Katzen dann einfach nicht mehr weiter geimpft. Immer wenn, oder ich habe auch kein Tier entwurmt zum Beispiel, das war mir immer zu brachial. Und das kannst du aber über Wasserinformationen machen. Ich habe Ja. einfach im Zettel geschrieben, zum Beispiel, wenn irgendein Parasitenbefall da war. Na, ich kann mich erinnern an meinen Kater, wie der sich mal die Haare alle, das Fell aufgekratzt hat und dann so eine Wunde war. Und ich habe gedacht, naja, ich weiß jetzt nicht, welche Parasiten das sind, aber es sind offensichtlich irgendwelche Parasiten. Und dann habe ich einfach das Wort Parasiten auf den Zettel geschrieben und ein körperliches Umkehrzeichen, in damals ein Strich Sinus, das gehört zu dem Ja. Körper-Neu-Homöopathie-System, auf den Zettel geschrieben, habe getestet, wie viele Tage lasse ich das unter seinem Fressnapf, Nassfutter, Fressnapf. Kann man auch in das Wasser legen, ne, auch für Hunde, unter den Wassernapf. Und nach ein paar Tagen hat er keinen Juckreiz mehr gehabt und das ist alles wieder zugewachsen. Ne? Und Tiere sind ja da auch nicht kritisch, die wissen, die spüren, was für sie gut ist und die stehen nicht mit ihren Gedanken so dagegen, so nach dem Motto, das kann ja nicht funktionieren, ne? Also so wie es die Menschen machen. Deshalb kommt es bei Tieren einfach oft super gut an. Ja? Die nehmen das schnell Ich auf und sind schnelle Heilungsergebnisse. ja. Ich kann da erzählen, ich habe jetzt erst vor 2 Wochen oder was, weil wir haben Alpakas und Ah, eins hat schön. immer wieder mit Milben zu tun. Genau. Und dann habe ich unter das Futter einen Zettel mit Milben und zwei Strich Sinus, glaube ich, habe ich Ja. ausgetestet gehabt, Ja. drunter gelegt und habe aber den Zettel drunter gehabt und das angeboten. Dann wollte eins der Mädels wollte dann hingehen zum Fressen, hat gerochen und ist umdreht. Wollte das nicht. Dann habe ich es mit der Hand Futter raus und ihr geben. Also ohne die Information ging's, wollte sie es dann. Ohne Also da. Information. Ja, das ist ja so rum, es ist ja auch spannend. Da habe ich auch immer wieder die Frage, wenn ich sage, leg diesen Zettel mit diesem Symbol unter den Fressnapf von der einen Katze zum Beispiel. Vielleicht hat die Person drei Katzen und die haben dann Ja. immer Angst. Ja, aber die fressen ja alle aus einem Napf. Muss ich dann schauen, wann wer frisst? Es gibt natürlich dann Mordsstress. Nein, musst du nicht. Wie du sagst, die Tiere
wissen ganz genau, das ist was für mich oder das ist eben nichts für mich. Ja. Ne? Und wenn das eine Tier diese Information nicht braucht, dann gehen die, dann merkst du genau, nee, und dann zwingst auch nicht auf, weil das Tier merkt, passt nicht. Ja. Die anderen lieben das. Das ist wie Ja. wenn du einem Hund eine blaue Kuscheldecke eine Zeit lang mal gibst oder eine rote. Jede Farbe hat ja auch eine andere Frequenz. Ja, und der Hund, der liebt die rote Kuscheldecke, wenn er die braucht, die Rotfrequenz, und geht da auch freiwillig hin und fühlt sich da wohl. Und wenn es die falsche Farbe ist, gehen die halt da mal eine Zeit lang nicht hin. Ja. Unter die Decke bei Hunden ist es auch ganz gut, kannst du auch Zettel mit Symbol drunter legen, ne? Kannst austesten, welche für welchen Zweck. Und also Hunde lieben das auch und bleiben da wirklich sehr gern drauf Ja. liegen. Einfach beobachten, gell? Ja. Nee, also ich finde es total spannend und eine total schöne Arbeit. Also, Ja. weil ich sage, da sind die Tiere sehr dankbar, weil die nehmen einfach die Fragen nicht oder hinterfragen nicht. Weil bei Menschen ist ja oft der Kopf dann das Problem, den auszuschalten. Der Mensch hat einfach diese Kontrollgedanken im Kopf. Also du möchtest schon vielleicht alternative Heilung haben. Vielleicht hast du schon verschiedene Schulmediziner konsultiert mit mehr oder weniger guten oder schlechten Ergebnissen. Und dann die allermeisten Patienten gehen ja nicht sofort zum Heilpraktiker, also die wenigsten, sondern werden da irgendwann auf den Weg geführt, dass sie dann doch mal zum Alternativtherapeuten gehen, wenn es schulmedizinisch nicht so gut funktioniert hat. Und weil die Ärzte auch gar nicht mehr so auf der Ursachenebene forschen, die machen halt ihren Bluttest, die wissen wir ja, die arbeiten halt sehr stark symptomatisch, ne? Hoher Blutdruck, Blutdrucksenker. Der hohe Blutdruck muss runter, also Symptome runter. Und bei dem Personalmangel heutzutage auch in den Kliniken, ne? Zu schauen, dass du mal eine umfassende Untersuchung bekommst. Blutdruck messen, Bluttestungen im Labor ist dann oft das Allerhöchste und das war's dann. Und dann hofft man halt, dass das Ja. vergeht. Aber die Ursache ist halt nicht berührt. Und jeder, der so testet, sei es die Kinesiologen oder ja, du das halt alternativ herausbekommst, wie kommst du auf die Ursachenebene? Ist halt wichtig, auch das rauszukriegen. Ich meine, das ist auch bei Insektenbefall, ist es schon gut zu wissen, ist das jetzt durch eine Zecke vermittelt, ne? Borreliose Ja. zum Beispiel, auch beim Tier sind es denn Zecken. Geht zwar auch oft mit den allgemeinen Begriffen, dass ich einfach Parasiten, also den Überbegriff Ja. auf schreibe, und das hatte ich auch schon, dass dann die Zecken weniger geworden sind bei meinem Kater, obwohl ich gar nicht Zecken aufgeschrieben hatte. Also man kann auch mit Überbegriffen arbeiten, wenn man es nicht so genau weiß, wie heißt der Erreger. Ansonsten bei psychischen Angelegenheiten ist es schon gut, psychische Angelegenheit, die der Körper eigentlich nur ausdrückt, Ja. bei Erwachsenen, auch die Ursachenebene zu spüren, zu testen. Die kann auch schon sehr lang her sein, früher. Das ist bei Und den Tieren genauso. das Teils ist bei den Tieren auch so, das stimmt, ja. kann auch das Genau. Altlassen und da sind die einfach noch in die Jetztzeit mit einspielen. Genau, also Tiere ist wirklich ganz schön zu beobachten. Die können natürlich auch individuell von früher, vielleicht hatten die einen Ja, jetzt Vorbesitzer. weiß ich nicht, ob mein Ding spinnt, weil der sagt mir, mein Video endet in 10 Minuten. Ich habe eigentlich 3 Stunden eingegeben. Es Also muss jetzt cool bleiben, irgendwas, ja, sehen wir. ne? Was ich halt spannend auch finde, ist diese von dir angebotene homöopathische Symbolapotheke. Das finde ich total spannendes Thema. Ja, das ist super. Ich liebe sie auch wirklich. Die habe ich ja zusammen, sind wir zwei Autoren mit der Christina Baumann zusammen, die das Y-Portal in Berlin auch schon seit langer Zeit hat, unser Forum für die Körpertherapeuten, Neuropathie, und jetzt eben erweitert durch andere Symbolsysteme. Da haben wir inzwischen tatsächlich schon 3 Bände auf dem Markt, also für Kinder noch nicht, aber für Tiere noch nicht, aber für Kinder speziell. Und ja, das passt auch gut in die heutige Zeit, dass wir die Kügelcheninformation, es wird ja immer mal wieder auch politisch versucht, uns diese Kügelchen vom Markt zu nehmen, ne? Homöopathie möglichst draußen zu haben. Ja, jetzt sind ja auch wieder Versuche im Gange.
Wer sich damit auskennt, dass man homöopathische Schwingungen in eine andere Ausdrucksart von Frequenz übersetzen kann. Und was anderes sind die Symbole nicht, ne? Sie bringen die Frequenz, die die homöopathischen Kügelchen haben, ist auch sehr individuell, bringen die in eine andere Ausdrucksform. So wie eben jede Farbe eine unterschiedliche Frequenz hat, die man in Zahlenkolonnen angeben könnte, gilt es auch für Symbole. Und so können wir homöopathische Mittel in Symbolform übersetzen. Gell? Jetzt ist zum Beispiel Arsenicum album, kennt man vielleicht auch, ne? Ja. Arsenicum album, homöopathisch, ist ein relativ bekanntes Mittel gegen Übelkeit, Verbrennungen, gegen Ja. Verbrennungen. Und wir haben schon früher Versuche damit gemacht, wenn zum Beispiel eine Familie im Urlaub mit Kindern keine Kügelchen Homöopathie dabei hatte, ja, und das Kind rutscht aus und fällt auf den Kopf. Und ich so, oh, ich habe das Arnika vergessen. Ne? Arnika, so Akutmittel bei Sturz Ja. auf Bagatellen oder größere Unfälle. Auch Arnika ist ja immer dabei, so nach dem Motto, dann haben wir es vergessen. Und dann haben wir auch, war auch schon die Möglichkeit, dass du einfach das Wort, die Wortschwingung Belladonna auf den Zettel schreibst. Vielleicht, wenn du mit Symbolen schon was weißt, ein dickes Y drauf als Verstärker auf den Zettel und dann auf Wasser speicherst oder einfach sofort in den Organismus, in die Schmerzzone hineinfluten lässt, einfach mit der Vorstellung, dann würde das auch schon sehr viel schneller besser. Ne? Und ja, das sind, ich weiß gar nicht, wie viel, das sind schon hunderte von homöopathischen Arzneien, die wir in Symbolform übersetzt haben inzwischen. Große, bekannte und kleinere Mittel, was nehme ich denn da nochmal? Das ist zum Beispiel, ja. Okay, Kaktus und Herzmittel sind auch komplexere Symbole drin. Und da ist quasi die Information eingefangen, die Schwingung dieses Globuli, der Substanz, die das Globuli als Grundsubstanz Ja. hat. Kannst du auf Wasser übertragen, funktioniert super. Also, wir haben eine große Facebook-Gruppe, die probieren, sind ganz tolle Leute, die probieren da ganz viel aus und experimentieren und es ist immer wieder, Mensch, das funktioniert genauso vom Effekt her, als hätte ich die Küchen genommen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ja, es ist eine, ja, Arbeit mit Informationen, das ist eine tolle Methode, es muss halt passen, ja, man Ja. muss austesten. Ja. Austesten, das ist wichtig, reinspüren, was. Ja, es geht tatsächlich schon ganz viel intuitiv. Also, Ja. ja, also zum Beispiel mit den Karten, das ist wirklich so, ich ermutige das auch. Du kannst wirklich, wichtig ist, dass du deine Intention, dein Anliegen formulierst für dich. Du brauchst es nicht unbedingt aufschreiben, aber klar, wenn du gestürzt bist und einen Schmerz hast, dann weißt du, es geht um diesen Schmerz. Ne? Und dann ziehe ich einfach aus dem ganzen Stapel für diese Intention, für dieses Anliegen einfach eine Karte raus und schau, was kommt denn da raus. Gell? Das ist jetzt zufällig, weil das Beispiel kam vorher. Das ist ein Schockmittel, wenn es dir ganz schlecht wird. Ja, es passt jetzt auch ganz gut. Es ist immer ganz witzig, was das Universum dann auch so als Ja. Anschauungsmaterial bringt. Also so ein Schockmittel, wo dann der Kreislauf halb zusammenbricht. Ja, und das kann ich dann auch intuitiv anwenden. Ich habe vielleicht nicht mal ein Wasserglas da, dann lasse ich es halt einfach hier hineinfluten oder über in meine Aura hineinfluten, ne? Damit es Nee, nur. das ist to total spannend Ja. und so vielfältig. Also das ist für mich so faszinierend. Also du kannst, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Wie gesagt, allein die homöopathische Symbolapotheke. Ja, du sparst dir eine ganze echte eine ganze echte homöopathische Apotheke, die ja auch etliches kostet. Ne? Und wenn du Ja. dann noch einige mögliche Einsatzgebiete, wie kann ich das alles verwenden, dich ein bisschen informierst, das dauert auch nicht lang, dann Ja. hast du ein ganz gutes energetisches Handwerkszeug. Ne? Das ist immer, wo ich sage, schaut nicht, was vielleicht irgendwann oder irgendwo nicht mehr möglich sein könnte, sondern schaut nach den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ich bin immer eine, ja und wenn Sie uns die Homöopathie verbieten, haben wir zig Möglichkeiten, um sie trotzdem anzuwenden. Das, Und also für mich das. ist
Immer sind es so Maßnahmen, Hilfsmittel, wie wir wieder in unsere Eigenverantwortung reingehen können und wie wir wieder das lernen, unserem Körpersystem auch zu vertrauen, ja, Ja. dass wir nicht machtlos sind und dass wir auch dann nicht machtlos sind, wenn zum Beispiel im Akutfall, wenn ich halt kein Medikament dabei habe, ne? Ich habe kein Ja. Aspirin, ich habe vielleicht nicht mal ein Arnika-Kügelchen, das ist so eine Begleitung auf diesem Weg wieder in diese Selbstheilungskräfte des Körpers Vertrauen zu lernen. Das haben wir einfach sehr stark verloren, ne? Und über das Ja. Ausprobieren, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt Kügelchen, ich kann so eine Karte, so ein Symbol nutzen, vertraue auch wieder darauf, dass ich nicht so sehr kontrollieren muss, dass ich es Ja. jetzt habe kein Wasser, aber ich habe das Gefühl, ich lasse es jetzt einfach so in meinen Kopf, weil mir ist das so schwindelig Ja. hineinfließt. Was du auch immer machen kannst, ist, das kannst du es in der Aura, hier ist ja unser feinstoffliches Feld, wo alles erstmal startet, bevor das an den Körper ploppt und Körpersymptome macht, lässt du spontan einfach mit deiner Vorstellungskraft in die ganze Aura Ja. hineinfluten. Und übers Atmen geht auch, wie du atmest, Ja. einfach, okay, ne, cool down und dann lass die Information erstmal wirken und in dieses Vertrauen wieder hineinzukommen als Mensch, ne, und raus aus dieser Abhängigkeit. Das ist ja, das ist ja eben, wo ich immer sage, schaut in Möglichkeiten, schaut nicht in dem, was nicht geht, sondern was habe ich für Möglichkeiten. Ja. Und ich selber habe, also darum mache ich diese Videos, um die Leute aufmerksam zu machen, was ist möglich alles, was haben wir an der Hand. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten, für einen Ja. selber was zu tun. Jetzt habe ich Genau. bloß das Problem, die Scheiß. Entschuldigung. Ist jetzt mit aufgenommen. Dann müssen wir halt noch mal ein zweites machen. Ist ja auch nicht Das schlimm. sagt mir die ganze Zeit, jetzt ist nur eine Minute, ein bisschen über eine Minute Zeit. Okay, also wir Und kündigen mal an. Es kann sein, dass es abbricht, aber es ist ja nicht schlimm. Dann dann, können wenn wir weg sind, dann machen wir einfach einen zweiten Teil und gut ist wir es. machen dann einfach einen zweiten Teil. Dann ist halt ein Video nicht so lang. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Ja, Kannst dann du würde ich jetzt. jetzt das erste Mal den ersten Teil soweit stoppen und wir machen dann einen zweiten Teil. Und da begrüße ich Prima. euch wieder. Bis Okay. gleich.